Hallihallo, ihr Lieben. Wir sind's wieder, der Sven und die Laiwa. Schön, dass ihr wieder da seid. Genau, und willkommen bei einer neuen Kochshow von uns. Ne? Genau. Und heute werden wir was ganz Besonderes für euch machen, aber was erfahrt ihr erst nach dem Intro. Bleibt bis dran. Gleich. So, willkommen zurück. Heute sind wir beim Wohnmobil-Stammtisch-Treffen genau. Schleswig-Holstein. Und heute ist unser drittes offizielles Stammtisch-Treffen. Genau, ja. Und es wird gegrillt dann und jeder bringt irgendwas so mit bei, verschiedene Salate und so weiter. Genau. Und wir tun unseren Teil auch beitragen. Ich wollte zwar zu Hause das schon machen, aber der Svenny wollte unbedingt los. Ja, ne? Hat er keine Zeit mehr gehabt. Wochenende, also, ne? Richtig, und deswegen machen wir jetzt und zeigen wir euch. Ne? Genau, und heute gibt es einen Spezial-Kartoffelsalat à la Leimer. Ja, so. Ja. Auf die andere Art. Art, ne? Genau. Ja. Und das zeigen wir euch, was alles reinkommt. Genau. Und wir legen los, würde ich sagen. Ne? Ja. Alles klar. Alles im Omnia, ne? Alles im Omnia, ne? Ja. Wir zeigen euch, was alles reinkommt. Gar nicht so viel, aber es kommt immer auf Zutaten an, ne? Also wir brauchen natürlich Kartoffeln. Ja. Bio natürlich. Ja. So, wir brauchen Feta. Feta, ne? Hirtenkäse. Eine Paprika. Aha. Mais. Jawohl. Und natürlich unser Spezialgewürz. Das probieren wir dann aus, wie das jetzt in der Zusammenmischung ist. Muss aber ganz gut sein. Ja. Und Senföl. Senföl. Warum Senföl? Weil wir kein anderes haben, ne? Ja. Im Moment. Kann man mit dem anderen machen, aber ich finde, mit Senföl schmeckt das einfach besser. Okay. So, legen wir los. Alles klar. Als erstes waschen wir natürlich die Kartoffeln. Und die haben wir jetzt gewaschen. Und die tun wir dann vierteln. Alles so vierteln. Obwohl, das können wir auch noch kleiner schneiden. So. Also achteln. Achteln, genau. Achteln. So, legen wir los. Erzähl ein bisschen was. Was machst du denn da? Eine Achtel, Mensch! Schatz, ihr macht Zeit drauf. Ich habe vergessen noch zu sagen, die muss man nicht schälen. Also mit Schale einfach verdauen. Oder Achteln. Je nachdem, wie groß die Kartoffeln sind. So eine Art Country-Kartoffeln dann, ne? Richtig, genau. So nennt man das, ja. So, die sind durch. Und die sind durch? Nein. Hast du noch gar nicht gekocht? Nee, heute Nacht war halt ziemlich lang. Ach so. Einfach man sieht es dir gar nicht an, Schatz. Nein, ne? Nee, gar nicht. Auf jeden Fall jetzt kochen. Vorkochen müssen wir die. Nächstes nehmen wir Paprika. Machen wir wieder auseinander. Und schneiden wir dann. Wie nennt man das jetzt, Schatz? Hilf mir doch. Ich habe ja keine Ahnung, was du machen willst. Nee, die schneiden wir in so Quadrate dann. So. In Würfel. Nee, Würfel nicht. Also so. Ja, also quadratisch nenne ich das nicht. So. Ne? So schneiden wir. Grob geschnitten. Grob geschnitten. Grobe Stückchen. Ja, genau. So schneiden wir die vor. So, Paprika haben wir geschnitten. Und jetzt machen wir mit Feta. Die Feta wird jetzt in schön so Scheiben geschnitten. So. Ne? Okay. Ja, so wird sie ja. So, ja. So, und die schneiden wir noch so quer durch. So, dann können wir das schön dann auf Kartoffeln verteilen. So, als nächstes habe ich jetzt die Paprika auch auf dem Herd gestellt. Also wenn wir einen größeren Topf gehabt hätten, hätten wir zusammen alles kochen können. Haben wir aber nicht. Haben wir aber nicht, weil wir zwei kleine mit haben. Ja, und deswegen improvisieren wir. Genau, also Paprika vorher auch ein bisschen kochen. Also andünsten. Andünsten, nee, genau. Dünsten ist ja was anderes, ne? Nee, ankochen. 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 Ja. Also auf jeden Fall ein bisschen kochen, weil sonst dauert das viel zu lange in Omnia. Ja. Dann tun wir das schon ein bisschen schon vorkochen. Okay. Bis später. Oh, ja. Kartoffeln haben wir vorgekocht. Ne? Dann kommen die in die Omnia rein. In den Omnia? In den Omnia, genau. Sorry, wenn ich dich verbessern muss. Das macht ja der Klugscheißer immer hier, ne? Ja, Klugscheißer mal keine. Genau. Normalerweise müsste man Kartoffeln hier das Wasser ja abseilen, ne? Oder ausschütten, aber wir haben ja keine Metallschüssel dabei. Da muss man jetzt ein bisschen improvisieren. Das ist nun mal, wenn man unterwegs ist. Ja, ne? Wir sind heute schlecht ausgerüstet, ne? Ja, aber das wollten wir unbedingt zeigen, wie man das macht. Und von daher. Da müssen wir alle durch. Also die Kommentare zu unserem fehlenden Ausrüstung bitte weglassen. Wir wissen selber, was wir nicht dabei haben. Das ärgert mich ein bisschen, aber das ist ein spontanes Video. Von daher verzeiht uns. Ja. Na? So, also die tun wir da rein. Unser Kartoffeli. Das ist auch für uns der erste Versuch, ein Omnia zu machen, weil normalerweise mache ich das im Backofen zu Hause. Und bin schon sehr gespannt, was draus wird. Genau. So. Und die Leute denken immer noch an Kartoffelsalat, so wie wir es angekündigt haben. Der ist ja normalerweise kalt, ne? Und erklär mal, was jetzt an diesem anders ist. Ja, das wird warm serviert. Das wird dann warm serviert.
Das war so eine kurze und bündige Erklärung. Ja? Genau. Die Kartoffeln haben wir hier rein. Mhm. Dann kommt unser Senföl über die Kartoffeln. Genau. Über die Kartoffeln drüber träufeln. Ja. Drüber träufeln. Also richtig. Auch einen guten Geschmack. Ja, das ist nicht so trocken. Also das ist wirklich sehr, sehr lecker. Dann kommt der Salz natürlich. Weil wir vorher das Wasser nicht gesalzen haben. Da hauen wir richtig ordentlich Salz drauf. Jo. Wieder Salz. Mehr Salz. Richtig. So, dann kommt Pfeffer. Peter? Ja. Mach ruhig ordentlich. Ja, mach ich. Und was wir neu ausprobiert werden, also ausprobiert werden, ausprobieren werden, heißt das was wir neu ausprobieren werden. Genau, mit unserem Gewürz, mit unserem neuen Gewürz. Normalerweise nehme ich komplett anderes Gewürz dafür. Ja. Aber wir wollen ja was Neues ausprobieren. Wir sind ja immer für neue Sachen offen. Dieses super leckere geräucherte Paprika. Wir verlinken euch das wieder unten in der Infobox. Das kommt, wie gesagt, überall bei uns rein. Und da bin ich gespannt, was unser Camper auch dazu sagen. Und dann hauen wir ordentlich. Genau, gebt uns da mal Rückmeldung dazu, wie euch das schmeckt. Ja. Also wir sind ja total begeistert, aber das haben wir schon ein paar Mal erwähnt. So, und da kommt der Paprika drauf. Mach ruhig ordentlich. Ist das scharfe oder milde? Nee, das ist milde. Okay. Nee, weil es gibt Leute, die vertragen scharfes nicht heute. Jo. Und von daher machen wir mit milden. So, das haben wir. Paprika hat jetzt auch vorgekocht. Tun wir auch drauf. So, machen wir auch mit Improvisation. Und das machen wir halt vorher, wie gesagt, vorkochen, man dauert es ja nicht mehr so lang im Omnia, weil wenn die alles roh reintun, das dauert zu lang mit dem Ganzen. Deswegen kochen wir vor. So, kommt Paprika drauf. Schön machst du das. Dankeschön, Schatz. Ach, bitte. So, und wenn wir Paprika drauf haben, kommt der nächste Step. So, und wenn wir Paprika jetzt haben wir schön jetzt verteilt. Hier kommt dann Mais. So, also ich habe so kleine Dose. Also groß ist es zu viel, finde ich, vom Mais. Ja. Also das ist dann nicht so gut. Das tut nicht Not, ne? Nee, das tut nicht Not. So, und dann kommt kleine Dose Mais. So. Das verteilen wir auch schön. Das ist wirklich ganz, ganz lecker. Das riecht schon wieder der Gewürz, oder? Mm. Richtig gut. Und das tun wir schön verteilen. Und da bin ich schon gespannt. So, und anschließend kommt Feta drauf. Ich mache das schön im Kreis. Schauen wir mal, ob das uns reicht. So, schön. Also wenn eine Feta gar nicht mag, kann er natürlich ein Emmentaler nehmen oder so, ne? Emmentaler oder Mozzarella habe ich letztens auch gemacht. Das schmeckt auch ganz gut. Aber Feta kommt eigentlich auch ganz gut an, ne? Ja. Ups, eine ist fliegen gegangen. So. Es ist alles in der Form drin. Jetzt kommt es auf dem Feuer drauf. Genau. Lass uns noch mal einen richtigen Blick drauf werfen, wie das ausschaut. Genau, es schaut schon gut aus. Für die Vorher-Nachher-Show. Richtig. Und dann kommt der Deckel drauf und dann Deckel drauf, mal, alles was da drauf. 20 Minuten, denke ich mal, wird das brauchen. So, ja. Und wir gehen jetzt Kaffee trinken, oder? Machen wir. Jetzt Kaffee trinken, ne? Ja. Bis später. So, jetzt ist es fertig. Genau. Doch, das schaut sehr lecker aus. Duftet auch gut. Da bin ich gespannt, wie unseren Stammtischmitgliedern das schmeckt. Ja, wir werden berichten oder lassen berichten. Ne? Wir lassen berichten. Also auf jeden Fall ist es durch. Jetzt war dreiviertel Stunde, glaube ich, auf kleine Flamme, wenn wir haben. Ne? Genau. Wenn ihr auf große habt, könnt ihr natürlich, glaube ich, halbe Stunde würde es auch reichen. Ja, denke ich, auf große auf jeden Fall. Ja. Ja. Aber wir waren jetzt nicht im Wohnmobil, also unbeaufsichtigt haben wir das gelassen und deswegen haben wir es auf kleine Flamme gestellt und ja, hat es so ein bisschen länger gedauert. Ne? Genau. Das schauen wir mal, ob es für selbst schmeckt. Genau. Ja? Bis dann. Und wie kommt das? Schmeckt das? Sehr lecker. Super, das freut mich. Sehr lecker. So, ihr Lieben, hoffentlich hat euch das Video gefallen und euch angeregt zum Nachkochen, weil das ist ja Sinn und Zweck der ganzen Sache, deswegen machen wir das ja. Und ja, wir würden uns sehr freuen, wenn wir von euch Erfahrungsberichte bekommen, ne? Auf jeden Fall. Wenn das jemand nachgekocht hat. Ja. Und vor allem mit Omnia ist es immer wieder für uns beide auch sehr, sehr spannend, weil es ist ja neu, man will ja alles Mögliche ausprobieren. Genau. Und gerade mit der Zeit sind wir uns auch oft noch unsicher, aber das testen wir uns an. Ja. Ja, wir wachsen da in die. Wir wachsen da hinein, ne? Genau. Ja. Also, wenn es euch das gefallen hat, freuen wir uns über den Daumen in Richtung Norden. Ja. Und falls noch nicht passiert, hier unten bitte Abo machen, dann verpasst ihr kein Video mehr von uns und ja, wir freuen uns drauf. Richtig. Na? Und bis zum nächsten Mal. Jo, macht's gut. Tschüss.